Hi. Ja, Abgeordneter am Handy. Arbeitet er jetzt? Naja, wenn ich jetzt Vorlagen lesen würde, vielleicht, aber vielleicht ist es doch wieder nur Twitter oder Facebook. Die Frage, die wir uns mal stellen wollen heute, und der gehen wir jetzt mal nach: Was ist eigentlich Arbeit eines Abgeordneten? Was ist gute Arbeit? Ja, hinter mir ist der Haushaltsausschuss und da wird gearbeitet. Nicht nur von Abgeordneten, sondern von anderen auch. Ich werde oft gefragt, was macht ihr da, wie ist das? Und ich will jetzt nicht wieder alles im Detail erklären, aber Arbeit heißt eben eigentlich doch, wenn es um geistige Arbeit geht, zu wissen, zu lesen, zu lernen, mit denjenigen zu sprechen, die entscheiden. Ich glaube, eine große Gefahr ist, dass man nur noch guckt, was ist das schönste Bild? Wie kann ich bei Instagram am besten dastehen? Wie kann ich bei Twitter am besten noch einen coolen Spruch liefern, ohne den Inhalt zu liefern? Das ist die inhaltliche Arbeit, die einen Abgeordneten ausmacht. Ja, er muss sich auch verkaufen. Ja, er muss auch diskutieren. Ja, er braucht auch die Debatte. Und auch wenn das für viele etwas Langweiliges ist und man da wenig dran sehen kann, was passiert. Aber das ist das, wo der Abgeordnete mit viel Zeiteinsatz, mit viel, ich sag auch mal, Schweiß und Tränen manchmal versucht, die Welt besser zu machen. Bei mir ist jetzt Ecki Rehberg. Meine Frage jetzt, was zeichnet für dich, neben der großen Show draußen, aber was zeichnet für dich einen guten Abgeordneten aus? Ein guter ist zum Beispiel derjenige, der nicht vom Manuskript im Deutschen Bundestag abliest, sondern zeigt in der freien Rede, die faktenbehaftet ist, dass er im Thema drinsteckt. Und ich glaube, das wird auch honoriert von den Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in der eigenen Fraktion, sondern auch darüber hinaus. Zweitens, das ist eine Unionsfraktion spezifischer. Wir sind fast alle direkt gewählt, Stichwort Wahlkreisarbeit. Und das Dritte ist, dafür bin ich bekannt seit 1990, man muss auch Akten lesen, man muss Berichte lesen, Gutachten lesen. Und dann kann man auch gelegentlich dem politischen Mitbewerber entsprechend entgegentreten. Ja, das merke ich mir dann nochmal für den Rest der Bereinigungssitzung. So, neben mir steht erkennbar ein anderer Niederrheiner, Mahmut Özdemir. Sozialdemokrat, erkennt man an der Krawatte ausnahmsweise. Selbstverständlich. Mahmut, ist jetzt 17.20 Uhr. Was machst du jetzt eigentlich? Ja, der Tag hat heute um 7 Uhr schon angefangen mit Besprechungen, mit einer Obleutebesprechung dann um 8.30 Uhr für die Untersuchungsausschusssitzung. Und wir haben heute schon eine ganze Reihe von Zeugen vernommen und tagen jetzt in geheimer Sitzung im Saal des Innenausschusses und vernehmen weitere Zeugen. Wenn die Arbeit Spaß macht, ist sie nie hart. Wenn man mit Engagement und Leidenschaft dran ist, dann vergisst man manchmal auch die Zeit. Wunderbar. Und wir Haushälter sind auf der anderen Seite. Und wenn es dir zu langweilig wird, kannst du ja rüberkommen. Leichte Arbeit ist zu sagen, ich nehme eine Meinung, die stimmt schon, ich brauche mich gar nicht mehr mit anderen auseinanderzusetzen und dann habe ich meine Arbeit getan. Richtige Arbeit ist, viele Meinungen zu hören, sich seine Meinung zu bilden, daran zu arbeiten, auch seine Meinung wieder zu verändern. Und das ist die Aufgabe eines Abgeordneten, aber ich glaube auch von uns an jedem Tag in unserem Leben. Gute Arbeit, ja, aber sorry, ich muss jetzt noch mal ein bisschen twittern.